Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 16012, 13403, Berlin 2015, 28. Dezember, an Verlag Leipzig. Sehr geehrte Frau, heute erfahre ich über einen Kameraden hier auf Station 10B KMV Berlin von einer ihrer Vertriebsmitarbeiterinnen, dass ein gewisser Herr Dr. M. ihren Vertrieb quasi angewiesen hat, nach der psychiatrischen Sonderhaft- und Vernichtungsanstalt oben keine günstigen Musik-CDs zu liefern. Die steht natürlich außerhalb der Kompetenz jenes im September vergangenen Jahres ausgeschiedenen Oberarztes. Sowieso muss Recht jedes Einbringen von Gegenständen jeglicher Art zuvor beantragt werden. Nicht rechtens ist allerdings hinterrücks die Geschäftsbeziehung von Sonderhäftlingen zu sabotieren. Der persönlichkeitsvernichtende Einfluss solchen kriminellen Verhaltens ist augenscheinlich. Dem Sonderhäftling wird die Persönlichkeit stabilisierender Realitätskontrolle verboten. In einem werden ihm zudem wichtige soziale Kontakte abgeschnitten. Da er hierfür keine Erklärung bekommt, stürzt der im Allgemeinen ohnehin persönlichkeitsschwache Mensch schließlich in die anstaltseits erwünschte Verlassenheit. Dieses auch von der UNO beklagte letztendlich Verschwinden lassen von Menschen, Zerstörung aller sozialen Kontakte nach der nicht-psychiatrischen Außenwelt, dient hierbei als Conditio sine qua non, macht das tatsächliche Psychiatrieopfer zur willenlosen Gestaltungsmasse in den mörderischen Händen einer nihilistischen, wahnsinnigen Psychiaterklique. Das angestrebte Ergebnis dieser angemaßten Göttlichkeit lässt sich an Medien erfahren, die zwar rechtlich verboten sind, jedoch widerrechtlich gefördert werden in der deutschen Psychiatrie. Gewaltverherrlichende Videospiele, quasi Blaupausen für den geisteskranken Straßenmord, und Gewalt- und kinderpornografisches Bildmaterial werden geduldet, deren Beschaffung und Verbreitung unter den zum Teil tatsächlich extrem gefährlichen Sonderhäftlingen geduldet und gefördert, bereits in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. So schmuggelte ein entsprechend veranlagter Gewaltverbrecher im Sommer vergangenen Jahres oben bezeichnetes Bildmaterial ein und wurde kurze Zeit später in Anführungsstrichen geheilt, Anführungsstriche oben, entlassen, augenscheinlich zur Belohnung noch unter dem Oberarzt M. und dem Chefarzt B. Zwar sind beide Posten mittlerweile aus Altersgründen neu besetzt worden, nicht jedoch ist eine Veränderung erkennbar unter den nunmehr hier, in Anführungsstrichen, Werktätigen S. und K. An unsere neue Chefärztin, Frau K. zu adressieren, sah ich mich erst kürzlich veranlasst, nachdem ein weiterer Kamerad mir Einzelheiten aus dem Schicksal unserer katholischen Glaubensschwester M.M. berichtete. Ein typisches Schicksal in der deutschen Psychiatrie, hier von dem abartig gestörten, in Anführungsstrichen, Dreiviertelgott in Weiß, Dr. M. gestaltet, der die M. in eine anstaltseigene Wohngemeinschaft verlegte, vorsätzlich zusammen mit einem extrem gefährlichen Vergewaltiger, sodass geschah, was nach menschlichem Ermessen geschehen musste, was also nach quasi göttlichem Wunsch des perversen Psychiaters geschehen sollte. Ein nur mit guten Nerven lesbarer Tatsachenbericht betrachten Sie sich bitte als gewarnt. Schicken Sie ihn gegebenenfalls ungelesen eine Person Ihres Vertrauens oder die Polizei oder den allerdings soweit eingeweihten zuständigen Berliner Senator Herrn. So ist es nicht. Es ist genau das Gegenteil. Mario Chaya, Senator für Gesundheit und Soziales, Oranienstraße 106, 10969 Berlin. Bitte behandeln Sie die notwendig von mir zu machenden persönlichen Angaben weiterer Mithäftlinge entsprechend betreffend vertraulich, mit freundlichen Grüßen.